Na, Valentine, wie geht's? Hast du Hunger? Willst du eine... Aber nur weiter, Fleischklops. So hat Skinny Malone mehr Zeit, sich zu überlegen, wie er dich kalt macht. Erzähl keinen Mist, Valentine. Du hast doch keine Ahnung von irgendwas. Tatsächlich? Ich habe gesehen, wie er deinen Namen in sein schwarzes Buch geschrieben hat. Mieser, kleiner Kartenbetrüger waren, glaube ich, seine Worte. Dann hat er den Namen dreimal durchgestrichen. Dreimal durchgestrichen? Im schwarzen Buch? Was? Bevor die merken, dass der dämliche Muskelberg nicht wieder zurückkommt. Mach die Tür da auf! Ein strahlender Ritter. Aber die Frage ist doch, warum kommt er den weiten, gefahrvollen Weg, nur um einem alten Privatdetektiv zu helfen? Was bist du? Wie gesagt, ich bin Detektiv. Klar, die Haut und die Metallteile sind nicht sonderlich vertrauenerweckend, aber das spielt jetzt keine Rolle. Im Moment interessiert mich nur, warum du dir die Mühe gemacht hast, mich zu befreien. Du musst jemanden für mich finden. Aber es ist kompliziert. Ich weiß nicht, wo die Person sein könnte oder wie lange sie schon verschwunden ist. Na, ich bin es gewohnt, im Trüben zu fischen. So etwas wie einfache Fälle gibt es in meiner Welt nicht. Ich sitze hier seit ein paar Wochen im Bau. Hat sich herausgestellt, dass die vermisste Tochter, die ich suchte, gar nicht entführt wurde. Sie ist Skinny Malones neue Flamme. Und sie ist ein fieses Miststück. Aber egal. Du hast ein Problem und ich helfe gerne. Aber nicht jetzt. Wir müssen hier raus. Dann reden wir. Malones Leute hier waren früher kleine Gauner. Verdammt nochmal, ja. Von größeren Fischen aus ihrem alten Viertel vertrieben wurden. Dann fanden sie diesen Ort. Keine Ahnung, was mit den alten Besitzern passiert ist, aber Miete kassieren sie keine mehr. Ein leerer Vault. Das perfekte Versteck. Moment, da kommt jemand. Da sind sie ja. Also, wie erledigen wir das? Er muss doch nur nach dem Gefangenen sehen. Wofür braucht er denn bitte so verdammt lange? Hey, Dino, lass den Detektiv in Ruhe und komm hier rüber. Wo zur Hölle steckt der?
Die harte, laute Tour, was? Nun, solange es klappt. Das arme Schwein, das hier putzen darf. Die Tür hier ist im Eimer. Mal sehen, ob ich sie aufbekomme. Fast geschafft. So, jetzt. Das geht deutlich einfacher, wenn das Schloss nicht auf der anderen Seite ist. Wer ist da? Du bist tot! Wir sind hier irgendwo. Moment mal, wir haben uns das letzte Mal unterschätzt. Komm schon, wer ist da? Perfekt. Was denn? Fürchtet ihr Deppen euch jetzt schon vor euren eigenen Schatten? Zurück an die Arbeit. Verdammt. Nichts gefunden. Verabschiede dich schon mal. Kein Begräbnis. Hättest du doch nicht mit uns anlegen sollen. Du kriegst gleich was auf den Rücken. Als ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Noch mehr Stufen? Wer hat diesen verdammten Vault gebaut? Ein Fitnesstrainer? Jede Sekunde, die du dich versteckst. So ist richtig. Hau du nur ab. Wütender. Also nicht, dass das eine Option wäre. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Skinny Malone und der Rest seiner Jungs warten irgendwo auf uns. Der Name ist übrigens ironisch. Lass dich bloß nicht täuschen. Der Kerl ist gefährlich. Ich habe den Schlüssel nicht. Noch eine verschlossene Tür. Sollte kein Problem sein.
Okay, sie ist offen. Aber ich höre dicke, fette Schritte. Sei auf alles vorbereitet, sobald... wir durch diese Tür gehen. Niki, was soll das denn? Du kommst an Haus, erschießt meine Jungs. Hast du eine Ahnung, was mich das alles kostet? Ich wäre nicht hier, wenn dein Mädel nicht so durchtrieben wäre, Hungerhaken. Sag ihr, sie sollte öfter mal ihren Eltern schreiben. Oh, armer kleiner Valentine. Schämst du dich nicht, weil dich ein Mädchen vermöbelt hat? Am besten laufe ich wieder heim zu Papa, ja? Wär's besser weggeblieben, Niki. Das ist nicht das alte Viertel. In diesem Vault habe ich das Sagen, hörst du? Und ich lasse nicht zu, dass irgendjemand uns aufhält. Jetzt, wo es endlich gut läuft. Habt ihr doch gesagt, wir hätten ihn einfach umlegen sollen. Aber du musstest ja sentimental werden. Die guten alten Zeiten und all das. Dalla, ich mach das schon. Skinny Malone hat immer alles unter Kontrolle. Tatsächlich? Und was macht der Typ dann bitte hier? Valentine hat ihn sicher mitgebracht, damit er uns alle kalt macht. Was habt ihr und Nick überhaupt miteinander zu schaffen? Darla ist weggelaufen. Ihr Vater wollte, dass ich sie nach Hause bringe. Wie sich herausstellte, ist sie mit meinem alten Kumpel Skinny Malone, einem Gangsterboss, durchgebrannt. Hätte nie gedacht, dass er genug Leute zusammenkriegt, um sich einen Vault zu krallen. Das Leben ist voller Überraschungen. Hey, wer ist hier bitte der Boss? Wenn du was zu sagen hast, sag's mir! Du und Nick kennt euch? Dieser Unruhestifter war früher mal eine echte Nervensäge, bevor wir aus dem alten Viertel geworfen wurden. Dieses Spielchen haben wir sicher schon 100 Mal gespielt. Andere Leute haben Freunde. Wir hier in der Gegend haben gute Feinde. Hör auf Zeit zu spielen! Willst du was sagen? Dann tu es! Das ist alles ein Missverständnis, Skinny. Das weißt du. Lass uns gehen. Wir kommen nicht wieder. Ja genau, kapierst du's nicht? Die anderen Banden der Gegend würden das als Schwäche sehen. Und dann kommen die hier an! Tut mir leid. Zeit für einen Abschied auf die harte Tour. Was das? Schlechte Idee. Viel zu Skinny Malone. Ob er mit all den Löchern jetzt wohl leichter oder schwerer ist. Die Kugeln wiegen wohl auch einiges. Gute Nacht, mein Prinz. Auf die guten alten Tage. Das wird ein unangenehmes Gespräch mit Dalas Eltern, wenn ich ihnen erzähle, dass ihre Tochter das Zeitliche gesegnet hat. Nun, zumindest ist der Fall damit abgeschlossen. Verschwinden wir von hier. Es gibt eine Wartungsleiter, die direkt an die Oberfläche führen sollte.